Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sind knapp 24 Stunden weiter und ich heiße euch herzlich willkommen zur 6. Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es einige Neuigkeiten, einiges, über das wir uns gestern unterhalten haben. Die großen Probleme sind vielleicht alle nicht mehr ganz so problematisch. Es hat sich ein bisschen was getan und zum Positiven geändert für uns. Dazu gibt es dann jetzt gleich noch ein bisschen mehr und dann gibt es noch mittendrin oder zum Ende eine kleine moralische Frage, bei der ich mich fragen würde, wie ihr euch entscheiden würdet am Ende des Tages. Also immer mal rein in die Kommentare und mir mitteilen, welchen Pfad ihr gehen würdet. Ich sage euch noch nicht, aber ich weiß noch nicht, ob ich euch sage, wie ich mich verhalten werde. Aber mich würde mal interessieren, was ihr in dieser Situation machen würdet und inwieweit ihr in das Geschehen eingreifen würdet. Aber das sollte dann auch erstmal als kleiner Spoiler gewesen sein. Wir sind nach wie vor auf Platz 3, halten uns also ganz gut mit 56 Siegpunkten ganz weit oben. Natürlich sind wir ein bisschen abgeschlagen von Platz 1 und 2. Die sind da gerade am massiven Expandieren hier im asiatischen Raum, da haben wir gar keine Chance gegen momentan. Den Blick in die Koalition können wir uns schenken. Wir sind nämlich in keiner Koalition mehr. Das ist bereits die erste Neuigkeit. Ich habe mich entschieden, in der Nacht von gestern auf heute meine Koalition zu verlassen. Im Hauptgrund war, wir können mal reinwechseln, dass jetzt nicht nur britisch Nigeria, sondern auch französische Westafrika AFK gegangen ist. Also es ist nur noch die Republik Obervolta übrig geblieben. Ich habe ihm dann auch direkt eine Nachricht geschrieben, gesagt, wir können gerne weiter zusammenarbeiten, aber ich verlasse die Koalition, weil ich da einfach keine Zukunft sehe und das Game ja gerne positiv abschließen oder wenigstens mit einem guten Platz zu Ende bringen würde. Ich möchte nicht, dass es direkt Game Over geht. Das heißt, tendenziell sind wir eigentlich in eine wesentlich schwächere Position hier unten gerutscht. Was macht die Situation für uns jetzt besser? Die Situation, die sehr überraschend für mich heute Nachmittag in einer Nachricht kam, ist, dass auch Portugiesisch Angola seine Koalition verlassen hat und weiter in einer Zusammenarbeit mit mir interessiert ist. Das heißt, wir haben nicht mehr die Zwei-Fronten-Problematik, mit der ich mich bis gestern konfrontiert gesehen habe, sondern wir haben nur noch eine Front. Mit Madagaskar. Zwar hat Madagaskar natürlich noch seinen Koalitionspartner hier oben im Hintergrund in Form von Britisch Ostafrika, aber rein von der Theorie her ist das die einzige Grenze, über die man jetzt noch in mein Land einfallen kann, weil hier keiner mehr durchkommt, ohne Krieg mit ihm anzufangen. Das heißt, wir haben die potenzielle Möglichkeit, Madagaskar zurück ins Meer zu jagen und ich tendiere auch sehr stark dazu, dies heute Nacht zu tun. Ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich heute Nacht oder morgen irgendwann spätestens auf K gehen wird und dann wird das Ding hier automatisiert anfangen, alles anzugreifen, was um ihn herum ist. Kann also passieren, dass wir dann hier nochmal ein bisschen was verlieren werden. Es kann natürlich auch sein, dass er hier oben angreift, statt hier unten bei uns. Das ist natürlich dann die Frage, wen er am Ende des Tages weniger mag oder ich weiß jetzt nicht, wie das entschieden wird. Ich habe jetzt aber hier alles zusammengezogen. Wir haben jetzt hier einmal eine Truppe mit 662 Lebenspunkten und relativ hohen Angriffs- und Verteidigungswerten. Demgegen steht eine 304er-Truppe, die natürlich deutlich schwächer hier auf der Brust ist, aber dafür eine Level-2-Festung hat. Jetzt ist die große Frage, wie wir uns in dieser Situation verhalten. Ich tendiere zum aktuellen Zeitpunkt zur Holzhammer-Methode. Das heißt, wir gehen hier rein, mit dem Stack hier rein, die Gruppe greift hier ein und die Gruppe greift hier an und dann versuchen wir das Ding hier zu halten. Ich schiebe auch schon gefühlt alles, was nicht bei 5 auf dem Baum ist, schiebe ich momentan schon hinterher. Dauert natürlich immer ein bisschen, bis es auch eintrifft, dadurch, dass die Distanzen, die es zu überbrücken gibt, einfach auch schon ein bisschen größer inzwischen sind. Auf dem Festland hier bei Madagaskar, auf dem Inselland hier bei Madagaskar, bewegt sich zum aktuellen Zeitpunkt gar nichts. Also er hat hier natürlich noch einige Truppen, besonders auch Kavallerie, recht viel. Ich glaube 6, 7 Stück hier sind vielleicht auch noch welche. Also er hat hier schon ein bisschen Potenzial. Allerdings kann er auch nicht einfach bei uns anlanden. Ich weiß, die Küste ist momentan ungeschützt. Aber wenn wir sehen, dass er rüberkommt, könnten wir ihn einfach beim Anlanden angreifen und den Chaos machen. Also ich sehe da jetzt tendenziell nicht die größte Gefahr. Ich glaube, diese Truppe hier, oh ne, das sind 17 Einheiten. Ich glaube, die hier, die 11 Einheiten halten wir mal hier.
Nur das Pferdchen schicken wir weiter. Und zwar hier hoch. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, ihn einfach vom Anlanden abzuhalten. Problematisch wird das erst, wenn er Seeunterstützung hat, die wir hier nicht vielleicht aufhalten können direkt, weil unser einziger Hafen natürlich auf der anderen Seite des afrikanischen Kontinentes ist. Das heißt, wir müssten mit unserem Kreuzer erst hier rüberfahren, um hier hinzukommen. Das heißt, wir brauchen zwingend in naher Zukunft auf dieser Seite auch einen Hafen. Sonst haben wir da wahrscheinlich große Probleme in Zukunft. Aber das jetzt erstmal dazu. Also mein aktueller Plan ist, dieses Pferdchen kommt in 2 Stunden 16 an. Wir haben jetzt aktuell, ich muss mal kurz gucken, ziemlich genau 20 Uhr abends. Und ich habe nachgeguckt, ich brauche, glaube ich, 2 Stunden, bis ich da bin. 2 Stunden 4 brauche ich, hoppla, Vollbildmodus verlassen. Ich brauche knapp 2 Stunden, um hier anzukommen. Ich denke mal, dass ich heute Abend so gegen 9 zum Angriff blasen werde. Dass ich, wenn ich um 11 noch wach bin, wahrscheinlich nochmal kontrollieren kann, ob er hier eine Festung hochgejagt hat. Das kann ja passieren, dass er Goldmark und Ressourcen in den Hintern hat und das Ding hier schnell auf 4, 5 oder sonst was hochboostet. Und dann muss ich den Angriff abblasen. Aber dann hat er wenigstens die Ressourcen und seine Goldmark verschwendet. Gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Er hat mich zwar gestern gefragt, ob ich vorhabe, ihn anzugreifen. Das habe ich mit Nein beantwortet. Ich habe geschrieben, ich würde ihn nicht angreifen, weil ich ja dann direkt gegen ihn und gegen seine Koalition kämpfen müsste. Und da habe ich keine Lust mehr drauf. Und das war gestern auch die Wahrheit. Aber seitdem hier Angola das Ding verlassen hat, haben wir nicht mehr die gleiche Ausgangssituation. Also würde ich behaupten, es ist nicht ganz gelogen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also könnt ihr davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich morgen, wenn alles glatt geht, diese 3 Gebiete bereits für uns beanspruchen können. Ich hoffe jedenfalls, dass das funktioniert. Mein großes Glück ist, dass auch hier britisch Ostafrika super viele Einheiten weggezogen hat. Die sind alle irgendwo hier oben und werden wahrscheinlich hier irgendwo angreifen oder einfallen. Das heißt, er kann jetzt auch nicht schlagartig 50 Einheiten oder so runterschicken. Das funktioniert nicht. Er wird sich hier irgendwie absichern müssen. Und mein Kollege hier führt hier gerade Krieg. Und jetzt kommen wir zu unserem moralischen Dilemma. Ich arbeite zusammen mit der Republik Oberwalter und mit Portugiesisch Angola. Mit beiden habe ich freundschaftliche Beziehungen und wir unterstützen uns gegenseitig. Mehr oder weniger. Jetzt hat mich Oberwalter gefragt, inwieweit ich mit ihm hier verbündet bin. Habe ich gesagt, ja gut, ich arbeite mit ihm zusammen und wir greifen uns nicht an. Und das Ergebnis ist, dass Oberwalter ihn jetzt angreift. Ich sehe es schon, er noch nicht. Und er kommt mit relativ viel Truppen an, 107 Infanterie, 4 Panzerwagen, 3 Kavallerie und wird hier in ungefähr 16 Stunden angekommen sein. Das heißt, in 17,5, 18 Stunden wird er hier sein und die Stadt einnehmen. Jetzt ist die große moralische Frage, inwieweit ich mich da einmische. Warne ich ihn? Warne ich ihn nicht? Achso, oder wen unterstütze ich es rein? Vom Nutzenfaktor her? Wäre es intelligenter, Oberwalter zu unterstützen, da die wesentlich stärker aufgestellt sind. 17 Provinzen, 48 Siegpunkte und er hat 18 Provinzen, aber nur 26 Siegpunkte. Also ist er wirtschaftlich und rein von den aktuellen Fähigkeiten stärker aufgestellt. Und wenn er jetzt hier einfällt, rein weitergesponnen und den Krieg hier wirklich gewinnt und ihn aufraucht, könnten wir uns hier unten das Zeug auch noch holen. Würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das eine Möglichkeit wäre, dass wir wenigstens, ich sag mal, so das hier vielleicht abgreifen könnten am Ende des Tages. Und dadurch, dass wir hier im Krieg gebunden sind, werde ich auch nicht in der Lage sein, großartig mit Einheiten zu unterstützen. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da viel übrig bleibt. Ich habe mich jetzt auch noch nicht gänzlich entschieden, ob ich ihn warnen werde oder nicht. Ich weiß es einfach noch nicht. Ja, aber mich würde es wirklich brennend interessieren, wie ihr euch verhalten würdet. Für mich ist der Fokus jetzt erstmal eindeutig die Bedrohung hier im Norden, Madagaskar und britisch Ostafrika. Und dann würde ich mich wirklich gerne irgendwann mal der Südafrikanischen Union hier zuwenden. Wir sind noch in einem okayen Standing, 43%. Wir haben schon wieder 7% verloren. Wenn wir hier den Krieg beginnen, wird es wahrscheinlich noch weiter absacken. Und dann steigt natürlich die Gefahr, dass wir hier unten eine Kriegserklärung bekommen. Und man sieht hier schon, dass hier schon einiges an Truppenstärke vorhanden ist. 20, 20, 38, das ist schon fast unsere Armeestärke. Wie viel haben wir eigentlich?
Wir haben 93 Einheiten. Das heißt, das ist wirklich eine brenzliche Situation, die wir hier momentan haben, die uns das Genick brechen könnte, wenn die Kriegserklärung zu früh kommt und wir nicht rechtzeitig darauf reagieren können. Das muss uns einfach ganz klar bewusst sein, dass das ein Risikofaktor ist, mit dem wir hier aktuell leben. Aber ich glaube dennoch, dass es intelligenter ist, diesen Kopf, diesen Brückenkopf von Madagaskar hier zu eliminieren und ihn ein bisschen in die Defensive zu zwingen. Ist jedenfalls mein Gedankengang. Kann sein, dass das jetzt alles in die Binsen geht, dass unser Kartenhaus zusammenbricht, weil britisch Ostafrika und hier der nördliche Partner davon auch noch mit einsteigen und vielleicht auch noch britisch Ägypten, das kann man jetzt noch nicht beantworten. Ich habe außerdem so zum Abschluss noch zwei Anfragen für Bündnis oder Kooperation rausgeschickt, aber noch keine Antworten leider bekommen. Einmal an Arabien und einmal an Spanien. Ich habe versucht, da irgendwelche Ferndistanzpartnerschaften aufzubauen. Besonders mit Arabien habe ich gedacht, hätte es funktionieren können, dadurch, dass er sich im Krieg befindet mit britisch Ägypten und eigentlich in permanenter Gefahr steht, dass die beiden hier anfangen, was Dummes zu machen und ihn anzugreifen. Aber aktuell kam da noch keine Reaktion zurück. Ich bin gespannt, wie die Nacht läuft. Ich hoffe, ich kann das hier einnehmen, bevor hier noch mehr Festungen stehen. Das ist mein großes Ziel. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit dem nächsten Update und hoffentlich drei weiteren Provinzen in unserem Besitz. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis dahin.